Toxisch tribinären Tabbies, da ist er wieder, der Feind jeden guten Geschmacks und Anstands. Ich grüße euch und hallo auch euch allen anderen, die ihr euch als Stinkmorche oder Simulationsdemokraten identifiziert. Wir feiern heute den besten Wohlstand aller Zeiten. Glas mit Wasser schmeckt gut. Deutschland ist ein sehr reiches Land. Früher waren Autos das Statussymbol der Arbeiterklasse und des Aufstiegs. Heute reicht es, sich die Lebenserhaltungskosten plus die Miete leisten zu können und Klassenfahrt für die Kinder und zu sagen, ja, yeah. So ist man wohlhabend als Arbeiter. Während früher Arbeiter Geld zur Seite legen konnten, um vielleicht ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen zu können, sind die heutigen Arbeiter natürlich deutlich progressiver, weil sie immer mehr für die progressiven Ziele unserer so gar nicht ideologischen Politik zahlen und lieber mehr Steuern und Abgaben für fremde Kinder zahlen, als selber so richtig machtergreifungsmäßig jemals eine Aufstiegsmöglichkeit für ihre Familie zu haben. Hurra! Mein Papa kann logisch denken! Nur mein Papa! Ihr nicht! Ihr seid alle dumm! Früher konnten Arbeiterfamilien wenigstens einmal im Jahr sich einen Urlaub leisten, aber es ist halt schlecht fürs Klima, wenn 0815 Doofbacken fliegen. Nur wenn Grüne an Bord sind, produziert ein Flugzeug nämlich kein CO2. Auch Fleischessen muss endlich unbezahlbar werden. Denn nur wenn der Pöbel Laborprodukte und Käfer frisst und die politmediale Elite Shampoos, Entrecotte und Kaviar, ist die Legitimität unserer Demokratie gewährleistet. Sie hat mir auch verboten einzuatmen. Weil wir alle in Wohlstand schwimmen, steigt die Obdachlosigkeit enorm an. Denn nur wenn es immer mehr Obdachlose gibt, sind wir für alle sichtbar im reichsten Deutschland aller Zeiten. Auch dass es immer mehr Staats- und Pro-Kopf-Verschuldung gibt, ist ein grüner Indikator für gerecht verteiltes Vermögen. Denn nur wenn jeder Mittelständler bis zum Hemd verschuldet ist, sind alle gleich arm im Wohlstand. Corona war doch diesbezüglich prima. Endlich konnte man die rechtsradikalen Kleinunternehmer oder Familienbetriebe so richtig finanziell an die Wand klatschen. Natürlich nur für die Mischvolksgesundheit. Und seien wir mal ehrlich, nur wenn es nur noch Megakonzerne gibt, werden wir endlich vielfältig, bunt und divers. So ein blöder Wunsch. So ein strohblöder Wunsch. Wohlstand ist gut an der Lebenserwartung abzusehen. Dass diese kontinuierlich sinkt, ist ein eindeutiges Zeichen für ein würdevolles Leben im Alter im Bundland. Welcher Arbeiter freut sich nicht den Keks, im Alter aus der Wohnung geschmissen zu werden, um Platz zu machen für die Facharbeiter der Zukunft? Welcher Griesgram empfindet denn keine Freude, wenn er keine Fachärzte findet, um seine Gesundheit zu erhalten? Wenn er sich keine Medikamente mehr leisten kann? Oder wenn er in einem unwürdigen Heim als menschliches Gemüse verfaulen darf? Das ist halt die unantastbare Würde der Deutschen aus § 1 des Grundgesetzes, ihr Nasen. Auch das Heizen und einen Häuserkauf muss für eine normale Arbeiterfamilie völlig unerschwinglich sein. Denn nur mit einer Mietwohnung mit überzogenen Kosten ist man nämlich wahrlich wohlhabend. Und wer so richtig neo-wohlhabend sein will, zimmert sich eine Bretterhütte im Neuköllner Slum zusammen. So, ich gehe mir jetzt Salzsäure in die Augen schütten und Toilettenreiniger in die Ohren. Es lebe das grüne Wirtschaftswunder, meine Amöbchen. Heil Habeck und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Welcome to the jungle. We've got fun and games. We got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease in the jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring you to your na 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 na.